Und damit herzlich willkommen hier zu Starbound. Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Frittenfriseur Let's Plays oder auch kurz Frittenfriseur LPs oder auch ganz kurz Fritte. Tja, das bin ich. Ich begrüße euch zu diesem neuen Spiel, dass wir uns das einfach mal ansehen werden. Starbound ist ein Spiel, was ich schon länger kenne, was vor noch nicht allzu langer Zeit die Early Access Phase hinter sich gelassen hat und jetzt ein vollständiges Spiel sozusagen darstellt, ein ja, vollständiges Produkt ist. Und deshalb klicken wir mal auf Start Game. Select Character. Create Character. Ja, das müssen wir als allererstes tun. Wir haben jetzt die Möglichkeit der Charaktererstellung, können wählen zwischen, oh Gott, oh Gott. In spite of the long and turbulent history, humans tend to possess and light-sweeted and optimistic outlook towards life and the universe. Humanity set about forming a society that would unite the people of the universe. The Tyrian, Dann gibt's Avians. Ich lese jetzt nicht alles durch. Ihr könnt das gerne tun. Primates, also Primaten. Dann gibt's Florans. Nova Kids. Wie gesagt, einfach kurz Pause drücken, dann könnt ihr das Ganze euch durchlesen. Glitch und Hylottle. Ich nehme wie immer ein Avians, denn ich mag irgendwie gerne Vögel. Ich weiß auch nicht warum. Ich nehme einfach mal einen männlichen Vogel, weil ich ja auch ein Junge bin. Ne? Also ist ja so. Und wir nehmen einen mit schönen braunen Federn. Ja, mit so einem Iro vor allen Dingen. So, guck mal, was wir uns für eine Frisur in Anführungsstrichen machen. Ich habe eigentlich irgendwie immer meinen Standardcharakter, den ich so nehme. Und ich glaube, den werde ich auch dieses Mal wieder nehmen. Also ihr seht, wir haben hier viele, wir haben hier eine große Möglichkeit, uns irgendwie anzuziehen, uns irgendwie auszustatten mit allerlei Kram. Jetzt kann ich hier noch ein T-Shirt auswählen. Es ist natürlich alles so ein bisschen in Pixelgrafik gehalten. Von daher jetzt auch nicht so mega wichtig. Und ich habe irgendwie gerne den hier. Der ist elegant. Beak, das ist der Schnabel. Der Schnabel hier ist süß. Fluff. Okay. Das ist eine gute Frage. Was mag ich denn für Fluff? Hallo, Spiel. Okay, da geht's weiter. Wir nehmen einen Fluff, aber ich... Oder nehmen wir gar keinen Fluff? Ich glaube, wir nehmen einfach den hier, oder? So, Shirt Color nehmen wir mal rot. Ich glaube, das passt ganz gut. Und wenn wir das hier... Das ist schwarz. Gelbe Hose? Warum nicht? Und dann nennen wir unseren Charakter... Sollen wir das jetzt einfach ganz langweilig Frittenfriseur nennen? Das sieht aber nicht aus wie ein Frittenfriseur. Könnten wir das Ganze mal nennen? Darauf habe ich mich jetzt natürlich nicht vorbereitet. Wer hätte gedacht, dass wir hier einen Charakter erstellen müssen? Wir nennen es mal ganz einfach. Wir nennen unseren Vogel einfach mal Harald. So. So, jetzt gibt es hier die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Casual. No need to eat and no death penalties. Also, wir müssen nicht essen und werden nicht bestraft, wenn wir sterben. Survival ist dann wohl die mittlere Stufe. Eat to survive, drop items on death. Also wir müssen essen, um zu überleben.
Und wenn wir sterben, verlieren wir unsere Items. Und dann gibt es noch Hardcore. When you die, your character stays dead. Also wenn wir einmal sterben, dann ist vorbei. Ich würde sagen, wir nehmen die Mitte, die goldene Mitte. Und zwar Survival Skip Intro Mission machen wir nicht, denn die wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und dann gehen wir endlich mal auf Done, suchen unseren guten Harald und los geht's. Boah, das hat jetzt gedauert. Wake up. Wake up. You have overslept. Du hast verschlafen. Wach auf. Wach auf. Ah, ich muss steuern, um aufzuwachen. To interact with a nearby person, door or other object, you should hover over it with your cursor and press E. Also mit irgendwas zu interagieren kann ich E drücken, also kann ich mich hier zum Beispiel hinlegen. Kann ich mich auch oben hinlegen? Nee, ne? Das geht nicht. Warum nicht? Kann auch die Leiter nicht benutzen. Okay. Huch. Was ist das hier? Aha, eine Lampe oder so. Kann ich auch so da anschalten. Toll! Remember, you can open a door by hovering over it with your cursor and pressing E. Also machen wir das mal. So. Guten Tag. Natürlich Toilette erstmal benutzen, wie sich das in einem Videospiel gehört. Toll. So, zwei Lieder übereinander ist dann nicht so cool. Und ihr seht, das ist also der Grafikstil von Starbound. Mit Sicherheit nicht jedermanns Geschmack. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz knuffig. Und das Spiel, sollte ich vielleicht nochmal kurz dazu sagen, bevor wir richtig loslegen. Das Spiel ist so ein Spiel, was ich schon einfach seit längerem gerne habe, muss ich sagen. Also ich habe es mal immer wieder mal gespielt. Und ich habe es ja schon mal Let's Played für 3 Folgen oder sowas damals mit Pascal, kurz nachdem es rauskam. Und ich wollte das Ganze jetzt einfach nochmal mir anschauen. Your uniform is available to collect from your personal locker. It is quite impressive that you can remain so serene while running. Ich kann nicht so schnell und so gut Englisch. Aber unsere Uniform ist hier. Das ist sehr schön. My locker, storage, 9 slots. Da haben wir einmal ein Protectorate Shirt. Standard Issue Uniform for all members of the Turin Protectorate. Was auch immer das ist, das werden wir mit Sicherheit noch erfahren. Und warum haben wir unser Outfit eigentlich ausgewählt, wenn wir doch jetzt eh unsere coole Uniform haben? Graduation Flyer. This flyer commemorates the Protectorate's Graduation Ceremony. Auf die gehen wir jetzt wohl. Und das hier sind Pixels. Pixels are universal currency. They can also be used for 3D printing. Gut. Dann haben wir das auch genommen. Also Pixel sind die Währung in diesem Spiel. Soon you will be a real protector. Ey, rede mit mir. I hear the Zeus manipulator can disable kinds of materials. Ah, das ist sehr interessant, was du da hörst. Of a bit late start, aren't you, Harold? Ja, ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß ja. Hallo. Welcome to the Turin Protectorate. Talk to me irgendwas. Press E to open your inventory. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Schön. Noch ein Tipp. Q will let you drop the item you are holding. Okay, ich habe jetzt momentan kein Item, das ich holde. And to toggle scan mode and inspect objects. Aha, egal. Okay, das ist jetzt zum Beispiel was, was ich noch nicht wusste. This chair is egg-shaped. Da hat er recht. This table is very wide. It reminds me of summery clouds. Cool. Okay, also N ist der Durchsuchungsmodus. Mami, the info booth lady is super helpful. Die Frage ist jetzt aber, wie komme ich denn aus diesem Modus raus? Blöd gesagt. Okay, das ist das Journal, das wollte ich jetzt gar nicht. Kann ich diese Lupe auch irgendwie wieder weglegen, sag mal?
To move your camera around. Ah, okay, das ist praktisch. Also ich kann ein bisschen mein Sichtfeld erweitern, aber natürlich nicht unendlich. Huch, das bleibt gespeichert. Oh, it says to sale your personal AI assistant. Okay. Ja, wie kann ich denn die Lupe jetzt hier direkt machen? Ist halt blöd, dass das Spiel komplett auf Englisch ist. Weil so gut ist mein Englisch leider nicht. Aber ich denke, wir werden damit klarkommen müssen. Every day more petals to sweep. Schön ist es hier. Schön, schön. Hast du auch was zu sagen? Sit with me for a moment and let us enjoy this beautiful irgendwas. Mach mal. Ah, und jetzt auch meine Lupe. Ah, Mann. Kann ich denn die Lupe weglegen? Ach, hier oben wahrscheinlich, ne? Ah, jetzt ist sie weg. Okay. Gut zu wissen. Hallo. You're really cutting it close, Harald. Please hurry inside, bevor irgendwas passiert. Ja, okay, ich hurry ja schon. Trotzdem rede ich jeden an. Okay, was passiert jetzt? Psst. Voll das heftige Spiel. Oh no, it's not safe to remain here. Please take the meta manipulator. You must proceed to the shuttle pad. Okay, meta manipulator. Obtained. Okay, gut. Rüsten wir den mal aus. Jetzt voll die coole Musik hier. So, wir müssen fortsetzen. It appears the ceiling has collapsed. The meta manipulator can be used to clear this dirt. Press the R key to equip it, then click bla bla bla. Also left click, damit können wir abbauen. Ich glaube im right click auch. Nee. Ich glaube im right click kann man dann was anbauen oder so. Ich weiß es nicht genau. You can get past this dirt using your manipulator. Ja, das habe ich ja schon. Gut. Ja, da wollte ich mich jetzt unbedingt hinsetzen, natürlich. Well, scan shows a room beyond the store has flooded. It would be the best you not to go in and run away over. Use spacebar to jump. Okay. Also, hier können wir hochhüpfen. So. The scale of this disaster. Okay, also wir müssen sofort abhauen. Hat er uns gesagt, im Endeffekt. Yo. Jump down können wir auch machen. Überall sind diese komischen Tentakel-Hentai-Viecher. Ich weiß ja auch nicht, was hier abgeht. Ach, hier komme ich nicht rein. Oh, ist ja ärgerlich. Dann gehen wir halt nach da. Jetzt haben wir ganz viel Dirt auf, den wir wahrscheinlich niemals mehr brauchen werden. Also, das Intro des Spiels schauen wir uns jetzt mal an. The chest sitting on the conveyor belt should contain some kind of weapon. Please arm yourself. Oh yeah, broken board sword. Board sword? Entschuldigung, oh mein Gott, mein Freund wird mich so hauen in diesem Let's Play, wenn die hier zuguckt. Wie mache ich das? So? Und 150 Pixel. Geil. Okay, so kann ich das auswählen. So, jetzt habe ich das. Access the weapon with easy ease by placing the start and screen pressing. Okay. Aha. Aha. Und damit haben wir unseren ersten Gegner mehr oder weniger erledigt. I've bypassed the projects. Get on board. Good. Wir getten on board. Kein Problem.
Und wir machen uns ab von hier. Genauso wie viele andere, die auch diesen Planeten verlassen, der angegriffen wird von was auch immer. Damit nochmal willkommen zu Starbound.